So, hallo meine Lieben, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Danke für eure Rückmeldungen, danke für eure Likes, danke fürs Abonnieren und danke, dass ihr mich begleitet. Ja, ich hatte ein paar Rückfragen wegen meiner Rückreise, wie alles abgelaufen ist. Deswegen kurz melde ich mich hier zu Wort und erkläre euch ganz kurz, wie das war. Also, man geht ins Devlet Bashkent Krankenhaus, zahlt da seine 260, 260, mittlerweile habe ich gelesen 300 Lira, also 30 Euro oder 260 oder 250, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mit der Karte bezahlt. Man zahlt vor Ort, bekommt dann dieses Formular, füllt es aus. Dann geht man rein, macht den Test. Das dauert, wenn man in der Früh geht, 10 Minuten allerhöchstens. Macht den Test und rechtzeitig hingehen. 48 Stunden darf dieser Test nicht alt sein. Und man kann sich das per Mail schicken, zukommen lassen, oder man geht vor Ort wieder und holt sich das Papier. Also, ich musste tatsächlich nochmal hin, habe das in Papierform geholt, weil der Test bis dato nicht angekommen ist. Also ich hatte den Test um 9 Uhr in der Früh gemacht und am nächsten Tag ging der Flieger um 10 Uhr. Deswegen musste ich abends um 9 Uhr nochmal ins Krankenhaus. Danke, Thorsten, dass du mich begleitet hast von dieser Stelle aus und habe dann das in der Papierform geholt. Ja, und mit diesem Test könnt ihr dann ins Flugzeug einsteigen. Ohne Corona-Test ist es nicht möglich einzusteigen, weil die das dann auch verlangen. Also die wollen diesen Test sehen am Schalter, am Check-in-Schalter. Ansonsten kommt ihr nicht rein. Ja, und dann habt ihr das nächste Problem beim Ausstieg. Aber bevor ihr aussteigt, müsst ihr so eine Ausstiegskarte ausfüllen. Komischerweise hat die dieses Mal keiner eingesammelt. Ich habe sie einfach mitgenommen, habe dann beim Ausgang gefragt, ob die das haben wollen. Hat jeder gesagt, nee, brauchen wir nicht. Die wollten dann nur noch diesen Corona-Test sehen. Ja, diesen Corona-Test zeigt ihr dann vor. Aber bevor das passiert, ja, müsst ihr euch unbedingt, also das habe ich da dann gemacht. In Antalya habe ich dann ans Gesundheitsamt hier, wo ich wohne, eine E-Mail geschickt. Die findet ihr dann in euren Google, also in eurer Stadt. Gesundheitsamt gibt ihr halt ein, wo ihr wohnt. Und dann klickt ihr drauf und dann müsst ihr diese Datei hochladen, entweder als Bildformat oder PDF-Format. Ihr ladet es hoch und wenn ihr dann hier gelandet seid oder währenddessen wird ihr dann befreit vom Gesundheitsamt und könnt dann ganz normal wieder arbeiten. Also ihr werdet befreit, aber ohne Corona, negativen Corona-Test geht es natürlich nicht. Okay, bevor das passiert, landet ihr in x-beliebigen Flughafen, egal wo. Also in Bayern ist das so. Jetzt, ob das in den anderen Bundesländern so ist, müsst ihr euch selber dann erkundigen. Aber ich kann jetzt nur von Bayern reden. Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt ist. Ich weiß nicht, wie es in Hannover ist. Ich weiß nicht, wie es in Stuttgart ist. Ich weiß nicht, wie es schlag mich tot ist. Aber in Bayern ist das so. Also es gibt keine Quarantäne, außer ihr landet und der Test ist drüber, über die 48 Stunden. Dann müsst ihr nochmal einen Test machen. Ja, dann macht ihr nochmal einen Test vor Ort, also gleich am Flughafen werdet ihr eingesammelt und da gibt es keine Widerrede, weil die guten Herren Polizisten, seid gegrüßt, stehen dann mit den Maschinengewehren parat und nehmen euch mit. Also ihr werdet mitgenommen, ob ihr wollt oder nicht, also es gibt keine Widerrede und auch kein Jammern und sonst nichts. Also die nehmen euch mit und ihr werdet dann zwangsgetestet, heißt es dann auf Deutsch. Also Zwangstest wird dann gemacht, nichts freiwillig, ihr müsst getestet werden und dann müsst ihr euch 5 Tage in Quarantäne bewegen. Das heißt, ihr geht nach Hause, Quarantäne oder solange dieser Test nicht angekommen ist. Meistens dauert er hier zwischen 1 und 2 Tagen in Deutschland, in der Türkei geht es natürlich schneller. Ja, und wenn dieses Testergebnis, ich stehe mal kurz auf, negativ ist, dann werdet ihr befreit und könnt dann ganz normal wieder euren Alltag nachgehen. Okay? Dieses Gesetz gültet noch bis 8. November. Jetzt kommt das Highlight. Jetzt verlangen die, ich weiß es nicht, ob das dann auch noch für die Türkei gelten wird.
Nach Einreise scheinbar ohne Test. Also man braucht dann keinen Zwangstest machen, sondern infiziert halt dann alle anderen im Flugzeug, so wie ich es verstanden habe. Ihr könnt mir gerne hier unten in meinen Kommentaren was reinschreiben, wenn das anders ist. Also man steigt dann wahrscheinlich ohne, so wie ich es verstanden habe, ohne Test ein, infiziert dann alle, wenn man Corona hat, geht dann ins Flugzeug oder aus dem Flugzeug in den Bus. In den Bus nochmal oder in Taxi oder in den Zug, infiziert dann auch nochmal Leute, geht dann nochmal nach Hause, begibt sich in Quarantäne für 10 Tage, haben sie gesagt, ja, also 5 bis 10 Tage, muss hier einen Test machen und solange dieser Test nicht vorliegt, gibt es keine Bewegung. Also nach 5 Tagen testen lassen, wenn ihr aus einem Risikogebiet angekommen seid, erst dann könnt ihr wieder rausmarschieren. So wie wir es vorhaben, also ganz irrsinnig. Also so, wer sowas erfunden hat, der gibt es für mich nachher. Also ich sag hier nichts, ich weiß nicht. Nicht, dass die mich hier noch sperren. Also die Meinung wollte ich noch sagen. Eigentlich wollte ich es nicht machen, aber ich sag das einfach, weil ich kenne jemanden, der auch einen YouTube-Kanal gehabt hat und jetzt nicht mehr aktiv ist. Alles ist gesperrt. Komplett, er ist komplett von der Bildfläche verschwunden. Viele wissen auch, wen ich meine. Ich darf den Namen hier nicht erwähnen, leider. Ich frage mich nur, wo er bleibt. Ja, er hat sich kritisch geäußert und das war's dann. Auf jeden Fall, Leute, ihr müsst einen Test machen nach dem 8. November. Euch 5 Tage in Quarantäne begeben, erst danach einen Test, genau so war's. Und dann, was passiert, wissen wir selber nicht. Ob das dann für die Türkei gilt oder nicht, also es ist alles so schwammig beschrieben. Ich kenne mich selber nicht aus hier. Also das, was ich gehört habe, soll so sein. Und ja, ich glaube, das werde ich dann auch testen müssen. Ja, mal schauen. So, mal schauen, wie die Haare stehen. Passt. Gut. Ja, ansonsten, was gibt es sonst Neues? Ja, wie gehabt, mit meinem lieben Faruk. Hallo Faruk. Werde ich noch gemeinsame Projekte schaffen mit dem Thorsten und Herbert, haben wir was vor, also wir vier. Auch einmal hier das Positive aus Deutschland darzustellen, nicht nur das Negative, es gibt auch gute Sachen, so ist es ja nicht. Schließlich leben wir hier und haben hier unser Brot verdient und hier, Deutschland gehört auch zu uns und wir gehören zu Deutschland und von daher, ja, wir wollen halt alles hier zeigen. Genau, und der Faruk ist dann der Ansprechpartner für alles, der macht es und ich zeige dann wie und was über ihn. Genau, ich mache dann eine Reaction und nehme das dann auf und erkläre dann alles, wie es abläuft. Genau. An dieser Stelle begrüße ich noch den Thorsten, hallo Thorsten, und den Herbert, grüß dich Herbert. Ihr könnt die gerne nochmal leiten, Thorsten der Alanyaner und Bodo in Alanya, genau, die zwei. Und ja, ansonsten bleibt dabei, es kommen noch, Moment, ich habe noch drei Videos habe ich noch. Ein Video aus Alanya, das stelle ich noch rein, wenn ich dazu komme. Und hier habe ich noch Pilze gesammelt, wenn einer Pilzliebhaber ist. Ich weiß auch, der Thorsten mag Pilze, da habe ich mal ein Video gedreht. Das stelle ich auch noch rein und ein Video aus einem schönen See in Bayern. Also wir haben auch schöne Seiten hier, ja. Und es ist nicht alles schlecht. Ja, was heißt alles? Es ist gar, ja, wie in jedem Land. Es gibt so und solche Sachen. Aber seid gespannt, lasst euch überraschen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich noch irgendeine Frage gehabt habe, wo ich jetzt vergessen habe. Ja, auf jeden Fall könnt ihr hier unten einen Kommentar da lassen. Und ja, seid gespannt. Es wird wieder interessant. Und ich danke euch nochmal fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Und ja, ich habe nur gehört, Corona-Maßnahmen wurden verschärft. Hier haben wir auch Maskenpflicht, weil wir den 35-Wert überschritten haben. R-Wert und jetzt ist auch Maskenpflicht in der Fußgängerzone und in öffentlichen Räumen. Wie weit es dann ausgeweitet wird, wissen wir noch nicht. Wir lassen uns überraschen. Die ersten Hamsterkäufe haben angefangen, kann ich euch sagen. Die Leute hamstern wieder, es gibt aber keinen Grund dafür. Toilettenpapier weiß ich nicht.
Ich glaube eher, dass es dann wieder am Toilettenpapier scheitern wird. Leider, aber es bahnt sich was an. Leute, es bahnt sich was an. Und ich hoffe, wir kommen hier alle gesund wieder raus. Und ja, mal schauen, wie es wird. Ich bin selber überrascht. Ich habe nur Angst, dass ich hier mich anstecke, weil ich bin gesund hier zurückgekommen. Und ich habe gleich erfahren, dass der Kollege von mir auf einer Hochzeitgesellschaft war und sind da zwei erkrankt, aber die wissen selber noch nicht, was die haben. Die müssten sich testen lassen. Und ja, es besteht die Gefahr, dass ich dann, ja, ich hoffe nicht, dass ich dann auch was abgekriegt habe, aber ich sehe noch recht fit aus. Ja, aber ich bin auch geimpft, nicht gegen Corona, gegen irgendeine Grippe. Ja, besser wie gar nichts. Also ich habe mich impfen lassen, vorsorglich, weil, ja, Risikopatient, ich glaube, ich habe das gar nicht erzählt. Also ich habe eine Herz-OP hinter mir und ja, ich muss langsam machen. Deswegen peu à peu, ja, genießt das Leben, bleibt gesund, immer positiv sehen, egal was kommt. Hier fehlt halt nur die Sonne, alles gut. Und ich schaue dann, ob meine Drohne noch funktioniert, weil die brauche ich wieder. So, dann würde ich sagen, langt es erstmal fürs kurze Statement von mir wegen der Rückreise. Das wollte ich nochmal loswerden, weil viele mich gefragt haben. Also entspannt euch, es passiert noch nichts und ihr könnt noch reisen. Deswegen gibt es noch eine Überraschung von mir und die kommt dann bald. Also seid gespannt. Danke und ciao.